Langsam arbeitet sich ein Ponton mit einem Bagger auf dem Alpenrhein voran. Weiter oben wird der Bagger auf einem kurzen Abschnitt den Flussgrund aufreißen. So wird simuliert, was geschieht, wenn dem Rhein zwischen den Hochwasserdämmen mehr Freiheit gegeben wird. 80% des Schweizer Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Darum untersucht die EAWAG gemeinsam mit der Internationalen Rheinregulierung und der Universität Neuchâtel, wie sich der Übergang vom kanalisierten zum breiteren, verzweigten Fluss auf das Grundwasser und seine Fließwege auswirken wird. Wir haben da in Dornbirn ein wasserbauliches Modell im Maßstab 1 zu 50. Und was wir hier untersuchen ist, was passiert mit dem Alpenrhein, der heute 50 bis 70 Meter breit ist. Was passiert, wenn man ihm die Steine wegnimmt und wie geht er in die Breite? Welche Prozesse finden dann statt und verzweigt er sich dann wirklich, so wie man das in den Annahmen, in den Berechnungen drin hat, dass man künftig einen verzweigten Flusstyp bekommt? Ja, man kann sehr viel numerisch berechnen, aber man hat in der Numerik einfach doch große Unsicherheiten drin. Das heißt, man hat eine große Bandbreite und mit so gegenständlichen Modellen kommt man immer am nächsten der Natur hin. Um eben solche Grundwasserprozesse zu untersuchen, die man jetzt eben da im Modell nicht berücksichtigen kann, gab es 2021 den Dekolmationsversuch, wo man eben am Rhein kontrolliert die Flusssohle aufgerissen haben und geschaut hat, was passiert seitlich im Vorland mit der Grundwasserqualität und mit der Grundwasserquantität. Oder ein wichtiger Parameter damals war, wie lange braucht das Rheinwasser dann ins Vorland rein? Also wie lange ist die Zuströmdauer ins Vorland? Wir haben verschiedene Edelgase im Grundwasser aufgelöst und haben so verschiedene Fließpfade des Grundwassers markiert. Wir haben dann an einem Pumpwerk die Zusammensetzung des Grundwassers analysiert mit dem Mini-Rudi und konnten so feststellen, wie schnell das Grundwasser von verschiedenen Fließpfaden beim Pumpwerk eintrifft. Dieses Gerät funktioniert folgendermaßen. Es gibt 6 verschiedene Anschlüsse, wo Gase angesaugt werden können. Das beprobte Gas wird von einem dieser Gaskanülen angesaugt, fließt dann durch diese Kapillare hier und dieses Ventil in das Hochvakuumsystem des Massenspektrometers. Das Massenspektrometer befindet sich hier, die Elektronik hier, das Vakuumsystem hier. Der Vorteil ist, dass dieses Gerät verglichen mit allen anderen massenspektrometrischen Systemen, die wir für Gasanalytik benötigen, ist dieses Gerät viel kleiner. Es ist portabel, also es ist etwa 30 Kilogramm, das kann man draußen rumtragen. Es benötigt viel weniger Strom. Wir haben jetzt eine Methode oder ein Tool, mit dem wir andere Grundwasserpumpwerke untersuchen oder überwachen können, um eben festzustellen, ob Veränderungen am Fluss Auswirkungen haben auf die Fließdynamik des Grundwassers.